Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Yannick Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und in diesem Video zeige ich euch Part Nummer 3 zum Erlernen des Vorhand-Topspin in methodischer Hinsicht. Tischtennishelden, conquer the table. Jetzt sind wir mal ein bisschen an der Platte und zwar habe ich hier eine Bande aufgebaut und wir werden versuchen, dem Spieler zu vermitteln, wie die Schlagebene aussieht. Denn wir wollen ganz klar den Unterschied haben zwischen Konter, heißt diese Stelle, zentral zu einer schrägen Schlagebene und den Ball dünn treffen. Wie können wir das Ganze erreichen? Hier habe ich die Bande hingestellt. Und zwar, ihr seht schon, wenn ich mit dem Schläger an der Bande entlang gehe, habe ich die Schlagebene auch wie beim Topspin. Das soll also dem Spieler helfen, diese Schlagebene zu verinnerlichen. Jetzt noch ein Tipp von mir. Es reicht nicht aus, wenn ihr das die dreimal machen lasst. Erstens ist es langweilig, hier immer weiter herzugehen und die Leute wissen überhaupt nicht, was soll jetzt der Lerneffekt sein. Deswegen versucht mal andere Sinne bei sowas auszuschalten. In diesem Fall wird das sein, dass derjenige nichts mehr sehen kann. Und deswegen setze ich mir jetzt mal die Mütze auf, damit ich nichts mehr sehe. So. Wenn ich jetzt mich nur darauf konzentriere, das hier nicht zu verlassen, ja, weil das spüre ich ja, dass jetzt hier keine Bande mehr ist, sondern versuche immer weiter zu gehen. Von dem Schlagansatz hier, von der Streckung, Handgelenk, Unterarm und rausgehen. Zack. Wieder weiter. Es passiert einfach Folgendes. Ihr lasst euch viel mehr auf diese Bewegung ein. Und das ist auch der Sinn der Sache. Denn wenn wir sowas einfach machen, ohne irgendeinen Sinn auszuschalten, dann konzentrieren wir uns überhaupt nicht darauf und wir verinnerlichen das Ganze nicht. Einfach dadurch, dass es jetzt dunkel war, habe ich mich viel mehr auf die Bewegung konzentriert. Habe auch darauf geachtet, dass ich wirklich den Schläger nicht hier verlasse. Ja, um wirklich die Bewegung weiterhin auszuführen. Wichtig dabei ist noch, wenn wir einmal diese Schlagwinkel haben, die Schlagebene, dann verlassen wir die nicht. Deswegen das bitte auch euren Leuten sagen oder darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht sowas machen. Zack, hier. Das ist Verlassen der Schlagebene. Wir gehen bei der Schlagebene weiterhin nach vorne und verlassen diese nicht. Deswegen sollen die auch hier den Ausschwung, wo auch immer der endet, ja, versuchen, in der gleichen Schlagebene zu lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch auch mal unsere anderen Videos an. Die sind hier eingeblendet. Die sind auch methodisch aufgebaut zum Erlernen des Vorhand-Topspins und auf jeden Fall für jeden anwendbar, egal was für eine Spielklasse er hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Macht's gut und haut rein. Ciao, ciao.